Wir sind heute beim Alex Eder in Rothstedt in Lustdorf. Du hast mit deiner Frau Verena, habt ihr im letzten Jahr und heuer habt ihr einen neuen Stall gebaut. Wo ist der neue Stall? Milchviehstall ist das? Das ist ein Milchviehstall für 58 Milchkühe, also Liegeplätze ohne Abkalbebereich. Ist ein Roboterstall mit praktisch 45 Liegeplätze für Melchete Kühe. Dann der Rest ist bei den Trockenstellen und Separation. Ist auf dem freien Kuhverkehr aufgebaut, der ganze Stall, mit 4 Reiher für Liegeboxen, mit 2 Futtertisch. Aus dem Grund, dass wir die Trockensteher und die Frischkälbe hinter den Roboter haben, dass eben, wie gesagt, Kälbe aus dem Schirm Ruhe beim Umtreiben, also wenig Stress beim Umtreiben für die Kühe. Und vorn wegen dem 2 Liegeplätze, also Liegeplätze sage ich, 2 Futtertisch, dass eigentlich mehr Bewegungsfreiheit für die Kuh selber, für die Rangniedrigen und eigentlich Kuhkomfort eigentlich. Es ist eigentlich gegenüber, wenn wir jetzt einen Dreier gebaut haben, hätten, ist dazu gekommen mehr Platz beim Fressen. Also das Fressliegeverhältnis ist eigentlich großzügiger und wir haben eigentlich zusätzlich noch einen Schraberbaum mehr. Wo es eigentlich normal auch nicht wäre. In der Mitte sind es 3,20 Meter, wo sie auch noch Platz haben. Also das ist schon. Ihr seid jetzt vor 3 Monaten eingezogen in den Stall. Genau, ja. Ein bisschen Erfahrung habt ihr schon. Wie ja. ist es euch jetzt gegangen, auf diese 3 Monate Umgewöhnung, Eingewöhnung? Ja, also das Einzige ist eigentlich besser gegangen als gedacht. Ja. Also das ist wirklich super gegangen. Wie ich sagen, also das hätte man weit gerieben vorgestellt. Also die ersten paar Kühe sind schon selber gegangen. Ich glaube, 2 Tage drauf sind schon die ersten selber marschiert und ich glaube, ein Lohmann gewerkt. Also am Anfang haben wir noch Helfer da gehabt, die was geholfen haben beim Ansperren und Eintreiben. Als Besonderheit bei euch im Stall ist, ihr habt einen Milchroboter eben. Ihr habt einen gebrauchten Milchroboter rein. Ja. War das bei euch eine Entscheidung, war das eine Frage? Tut man einen Milchstand rein oder einen Milchroboter oder war das von vornherein klar? Ja, schon. Also, ja. Wir haben überlegt, ja, wenn man möchte rein, dann hat man gebraucht rein. Mein Neich ist vielleicht so gar nicht wert. Also, wir haben ist ja unsere Einstellung so. Aber beim Milchstand war schon eine Überlegung. Aber durch das, dass wir da ein Angebot gekriegt haben für einen Roboter für 9000 eingebaut, es gibt Frauen, die sagen, ja, du hast einen Bezug zu den Kühen, aber dann habe ich genauso. Ich muss ja ein intensiver irgendwie, also die Arbeit für mich selber, also die Arbeit für die Kuhbetreuung selber schon ein wenig verändert. Das heißt, ihr seid nicht weniger im Stall jetzt? Nein, das nicht, aber du bist total flexibel. Bist halt flexibel. Aber. Also wenn bei Ernte oder was ist, dann gehen wir halt einmal um 6,5-7 im Stall und nicht um 1,4 sagt, jetzt musst du melken. Was mir auffällt, ihr habt Wasserdüsen, ihr macht eine Bewässerung von euren Kühen, was gerade Bisschen sind. Ja, zur Abkühlung von den Kühen. Ja. Also, wenn eine Kuh dauert 20 Liter hat und keine 26, 27 Grad. Es ist zwar der Stall jetzt ein recht großzügig lüftig gebaut, aber wenn es heiß ist draußen und es geht keine Luft nicht, dann hilft dir das richtig. Dann steht die Luft und dann ist es genauso heiß. Und da kannst du dir zuschauen, wie es blasen. Ja, das sind 1800 Euro und die waren. Kein, in der Einzige, kein Wettvermögen, also ich sage, das tust du nicht.